Kennst du eigentlich schon mal eine eigene Nahrungsergänzungsmittel? Das Besondere ist, dass es eine 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit hat. Mehr auf vitasomal.de. Übrigens bin ich Pole, für die, die es noch nicht wussten. Deswegen kommt jetzt die Ansage in Deutsch-Polnisch. Ich habe erfahren von YouTube, dass Hälfte von Zuschauern nur Abonnenten sind. Deswegen ganz wichtig, mach Abo und wichtiger, mach Glocke, damit du informiert wirst, wann ein neues Video kommt. Uwe, mach Glocke. Wow. Na zdrowie. Ich finde es immer so interessant, dass wenn Bauern ein Feld versuchen zu züchten, auf herkömmliche Art und Weise, ohne Pestizide und so weiter, was so groß ist wie Uwes Glied, dann kriegen direkt Panik und werden nervös vor Schädlingen. Jetzt frage ich mich, es gibt einen Wald, der dreimal so groß ist wie der Regenwald, und das ist der boreale Nadelwald in der Taiga, was von Millionen von Jahren nur eine Art, das heißt Nadelgehölzer, beherbergt und es anscheinend immer noch keinen Schädling gegeben hat, der diese ausgerottet hat. Wie kann das möglich sein? Wenn ihr das gut findet, gebt den Daumen im Video nach oben. Das macht überhaupt keinen Sinn an dieser Stelle. Ganz egal. Nein, jetzt mal im Ernst. Ich finde es wirklich sehr, sehr krass. Es waren die ersten Bäume auf unserem Planeten halt nun mal, die die schlimmsten Umwelteinflüsse sozusagen standgehalten haben. Und nicht nur das, sondern schon mal aufgefallen, dass es da keine Laubbäume gibt in diesen Regionen der Erde. Im größten Wald, ganz klar, dass die sich durchgesetzt haben. Ja, das hat unter anderem mit der Luftblasenbildung bei dem Xylem, das heißt dem Medium, wo die Bäume so gesehen Wasser transportieren. Da gibt es Tracheen und Tracheiden. Und die Tracheiden, die Nadelbäume haben, sind schmaler und deshalb nicht so anfällig für Luftblasenbildung. Deshalb können die da in diesen Bereichen besser auch bestehen. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne dieses neue Produkt, was ich entwickelt habe von Liposomal, auch diesem widmen. Das ist ein Pinienpollen-Extrakt. Ja, nicht einfach nur Pinienpollen, wie normalerweise verkauft werden, wirklich Pinienpollen-Extrakt. 20:1, Zellwand aufgebrochen. Und warum ich das so in den Vordergrund rücken möchte, das möchte ich euch hier mal zeigen. Und zwar oftmals wird leider gelockt, ja, die sind hier auch eingeblendet, ja, die 100 Gramm Pinienpollen enthalten 8000 Nanogramm Testosteron. Normaler Mensch, männlicher, ne, männlicher Mensch, ja, 250 bis 1000 Nanogramm. Ja, und dann wird dann versucht, euch was zu verkaufen. So ist es natürlich nicht, ja, ganz, ganz klar. Auch wenn es dazu Studien gibt und so weiter, ist auch da unten verlinkt. Nein, also es ist natürlich Pflanze. Ich nenne es Phytotestosteron, nenne ich es. Ja, unser damaliger Biologie-Professor hat uns erzählt, dass die Fische oftmals zu so Farmen sich vermehrt, die weiblichen Fische dort gesammelt haben, wo Nadelhölzer verarbeitet worden sind, an Holzfabriken so gesehen, wegen dem Testosteron, Anführungsstrichen. Ja. Trotzdem ist es Phytoestrogen, wirkt natürlich niemals so wie körpereigenes Testosteron, ganz wichtig an dieser Stelle. Ja. Also vielleicht nochmal ganz kurz, Sojakonsum korreliert natürlich extrem gut mit Krebsinhibition und so weiter, da gibt es einige Studien dazu. Ja. So, die das mal gezeigt haben. So, warum das so ist, natürlich das Östrogen natürlich Drüsenwachstum induziert, ja, und wenn dementsprechend Phytoöstrogen dort andockt, kann dein körpereigenes nicht mehr andocken und das wird ein bisschen nach unten reguliert, das heißt, das Drüsenwachstum wird auch nach unten reguliert. Wenn du zu wenig hast, dockt auch das Pflanzliche an und erhöht dein Spiegel wieder. Das heißt, es wird immer zum Normalwert wieder reguliert und das ist das Tolle eben an diesen pflanzlichen Alternativen. Und genauso wirkt natürlich auch dieses Pinienpollenextrakt als nur als Testosteron dementsprechend, ja. Ich habe hier einige Studien vorbereitet, aber ich muss auch ganz klar meine persönliche Meinung sagen. Ich hätte es euch hier gerne gezeigt, hätte Uwe nicht alles ausgesoffen. Da kann man ruhig mal klatschen, Uwe. Dankeschön, du. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich habe es, glaube ich, in der Facebook-Gruppe, Vitasomal, eure liposomalen Supplements, oder eure liposomale Revolution, meine ich. Ich kenne nicht mal meine eigene Gruppe. Alles klar, Patrick. Da habe ich, glaube ich, mal vorgeführt, wie ich es genommen habe und so weiter. Auf jeden Fall, es hat einen sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, komischen Nebeneffekt, sage ich mal aus meinen Erfahrungen. Es ist manchmal ein bisschen unangenehm, weil wirklich die Libido steigt doch schon merklich. Okay, jetzt aber wirklich wird es wissenschaftlich. Ich habe genug gequatscht. 4, 5 Minuten? Holy fuck. Auf jeden Fall, wir kennen zum Beispiel Vitamin E. Ja, Vitamin E ist stärker als Vitamin C, als Antioxidanz, sehen wir hier. Ja? In der Studie schon mal eingeblendet. So, ganz wichtig, wenn wir jetzt aber mal Vitamin E mit Pinienpollenextrakt vergleichen, ja, und da wurde das gleiche Radikal verwendet, ja, wie zu Vitamin C, zu Vitamin E, ja, hier, Pinienpollenextrakt zu Vitamin E, das ist DPPH, 2,2-Diphenylpikrylhydrazil, wird immer verwendet, so. Und man sieht hier, dass das Pinienpollenextrakt dem Vitamin E sogar noch überlegen war.
Ganz interessant. Man kann auch weitermachen. Zum Beispiel geht es hier um die antioxidative Aktivität, die gemessen worden ist von dem Pinienpollenextrakt auf die Oxidation von Fettsäuren. Und dieser war auch höher als bei Vitamin E. Dann Malondialdehyd, das ist ein Marker für Abbauprodukt oxidiertes Fett, so gesehen. Ja. Auch da wurde die Inhibition höher bei dem Pinienpollenextrakt. Und des Weiteren die Karbonierung von Protein, das heißt ein Marker für oxidierte Proteine, war ebenfalls höher als bei Vitamin E bei diesem Pinienpollenextrakt. Dann ganz, ganz spannend, Entzündungen im Körper. Ja, wirklich haben wir alle leider sehr, sehr viel, auch zugunsten natürlich des ungünstigen Omega-3 zu Omega-6-Verhältnisses, wie sie in den westlichen Welten momentan so konsumieren. Und da gibt es auch bestimmte Marker, ja, dafür, wenn du Entzündungen im Körper hast, wird ein Arzt, wenn du da mal hingehen solltest, grüß ihn von mir, bitte nicht, bestimmte Marker testen. Zum Beispiel gibt es da Stickoxide, ja, dann gibt es auch TNF-Alpha, ja, Tumor-Nekrose-Faktor-Alpha, dann Interleukine, das sind bestimmte Peptidhormone, so gesehen IL-1 und IL-6, das sind ebenfalls Entzündungsmarker. Diese vier werden meistens getestet und das deutet auf eine Entzündung im Körper hin. Und hier sieht man ganz klar, dass alle nach unten reguliert worden sind nach dem Pinienpollenextrakt. Dann gab es noch eine weitere Studie und zwar zu Arthritis, ganz, ganz schön zu sehen. Das war das auch ein rheumatischer Arthritis, weil es auch ein Entzündungsprozess ist. Da wurde man erstmal die Blutwerte gemessen. Und dann sieht man zum Beispiel, dass das Kreatininwert, ja, Gruppe 1 ist Kontrollgruppe, Gruppe 2 ist dementsprechend die Säugetiere mit Arthritis und Gruppe 3 und 4, ja, Gruppe 4 noch höhere Konzentration, Gabe von Pinienpollenextrakt. Und man sieht hier, dass der Kreatininwert sich sogar verbessert hat, dass die Nierenfunktion sich verbessert hat. Ja, Kreatinin ist ein Abbauprodukt von Kreatin, den Nieren und so weiter, das ist ein Rückschluss auf die Funktion. Und die Blutfettwerte sich ebenfalls dadurch verbessert haben. Aber das war eigentlich nicht der Sinn der Studie. Und zwar, das war nur ein schöner Nebeneffekt, ganz, ganz schön, hier wurde ebenfalls wieder auf die Entzündungsmarker getestet, IL-1, IL-6 und Tumor-Nekrose-Faktoren. Diese drei Entzündungsmarker wurden ebenfalls getestet und auch hier in der Studie verifiziert nochmal, alle nach unten reguliert. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Jetzt noch was Weiteres. Immer mehr Umwelteinflüsse prasseln auf uns ein. Ja oder nein? Beantworte mir diese Frage. Ja. Und es ist schlimm. Deswegen gab es hier eine schöne Studie. Arsen zum Beispiel. Ich bin einfach wirklich sehr energiegeladen. Ihr merkt es, ich bin richtig... Na, so doch, komm runter, Patrick, komm runter. Aber so, besser so als anders, ja. Also immer mehr Umwelteinflüsse. Und hier wurde eine Studie gemacht mit Arsen. Ja, Arsen ist sehr giftig. Ich hab sogar mal gerochen, es riecht so ein bisschen nach Knoblauch. Da musste das damals im Studium, das Labor evakuiert werden. Das war sehr nicht gut. Und auf jeden Fall gibt es da bestimmte Marker, ja, die, wenn du vergiftet wirst, dementsprechend auf Zellsterben hindeuten. Ja? Wieder Marker, drei Stück, FAS, BAX und BCL2. So, und das jetzt erstmal so vorweg. Und dann wurde dann dementsprechend die Arsengabe indiziert und man sieht hier, dass die Werte sich erheblich verschlechtert haben zur Normalgruppe und in der Pinienpollenextraktgruppe sie sich wieder erheblich dem Normalwert näherten. Und ganz schön bei BCL2 zum Beispiel war der Wert sogar besser, trotz des Arsens, ja, dank dem Pinienpollenextrakt als in der Normalgruppe. Das musst du dir mal reinziehen. Dann ganz ein weiteres Gift, zum Beispiel Tetrachlormethan, CCL4, genau, ist ebenfalls giftig, krebserregend und so weiter. Und auch da sieht man ganz, ganz klar, blau war die Kontrollgruppe und orange ist dann dementsprechend diese Gruppe nach der Gabe von Pinienpollenextrakt. Und hier sieht man, dass die SOD, die Superoxidismutase, das ist ein körpereigenes Antioxidans, extrem nach oben geschossen ist. Es verhilft deinem Körper, diese Antioxidantien zu bilden. Das machen ja auch immer gerne sekundäre Pflanzenstoffe. Die stimulieren ja deinen Körper dahingegen. Ja? Sie necken immer so ein bisschen das Immunsystem, dass es sich wirklich stimuliert wird. Und das sehen wir hier sehr, sehr wunderschön, dass die Superoxidismutase erheblich nach oben gestiegen ist. Und dann wurden immer mehr Gaben von diesem Tetrachlormethan gegeben. Und es hat so lange diese Konzentration, so gesehen, das Gift so lange gepuffert, ja, bis auf 400 Milligramm pro Liter von diesem Gift, ja, dass es immer noch nicht der Normalwert erreicht werden konnte. Ja, das ist wirklich dank der Superoxidismutase, die stimuliert worden ist durch das Pinienpollenextrakt.
Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr merklich schön. Das war's auch schon mit dem Zettel hier. Was können wir denn jetzt zum Schluss zusammenfassen? Pinienpollenextrakt ist ein stärkeres Antioxidant als Vitamin C und Vitamin E und damit überlegen. Pinienpollenextrakt wird entzündungshemmend und beugt Arthritis vor. Außerdem wirkt PPE Zellsterben aktiv entgegen. Und zu guter Letzt kann Patrick immer noch nicht richtig essen. Zuerst die Mango und jetzt der Möhrensaft. Egal, weiter geht's. Dankeschön fürs Zusehen auf jeden Fall. Wenn du es ausprobieren willst, bestell sie sehr gerne. Ist jetzt erhältlich, vitasomal.de, solange der Vorrat reicht. Ich sag's nochmal langsam, vitasomal.de. Solange der Vorrat reicht, ganz wichtig, mach Glocke, ne, damit du informiert wirst, wenn ein neues Video kommt. Und abonnieren nicht vergessen. Würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben für meine Arbeit, die ich geleistet habe und mein Team auf jeden Fall für diese Recherche arbeiten. Das wäre wirklich sehr, sehr toll. Dann, wir verlangen nichts von euch, aber wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir einen Daumen nach oben bekommen würden. Und ein Abo und mach Glocke. Ne? Uwe, mach Glocke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.